Hörst du nicht? Es regnet schon wieder. Das Wetter geht mir langsam auf den Senkel. Ja, dann müssen wir in der Bude hocken. Bei diesem Regen können wir nicht raus. Na, früher konnte ich bei dem Regen immer noch rausgehen. Der war nie so stark wie heute. Das hat sich so verändert, ich weiß gar nicht warum. Das würde mich mal interessieren. Ja, du willst immer wissen, warum, warum, warum. Ja, natürlich, das ist natürlich, man muss alles wissen. Vor allen Dingen, warum es jetzt so viel regnet und warum so viel Überschwemmungen sind. Das ist doch komisch, das Wetter muss sich doch geändert haben. Ja, sicher. Sicher hat sich das Wetter vielleicht geändert, aber wodurch? Das ist doch interessant. Wodurch? Das müssen wir rauskriegen. Ja, aber wie? Wie sollen wir das denn rauskriegen? Ja, man muss mehr beobachten und gucken und schauen und hören. Na gut, wenn du meinst, wir müssen das beobachten, ich bin dabei. Also, mir fällt ein, dass ich in der letzten Zeit gesehen habe, dass der Himmel immer so komisch aussieht mit so vielen Streifen. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass es jetzt immer so viel regnet. Ach Quatsch, das sind Linienflieger. Kann ich mir nicht vorstellen. Wieso? Wieso so viele Linienflieger, die alle übereinander fliegen? So viele Flieger? Das ist doch komisch. Das gibt's doch nicht. Das war doch nie. Ja, was nie war, kann trotzdem mal werden. Jedenfalls. Die meisten sagen, das sind Linienflieger da oben am Himmel. Na, da muss ich mich mal erkundigen. Da muss ich mich mal wirklich erkundigen, was das bedeutet. Ja, und außerdem muss ich dir sagen, habe ich gesehen, wenn denn die Streifen am Abend dunkel werden, das sieht immer alles ganz dreckig aus, der Himmel. Und komischerweise morgens ist das der Himmel wieder klar und dann kommen wieder neue Flieger und machen wieder lauter Streifen. Und danach sieht der Himmel wieder dunkel und grau aus. Also das ist doch nicht natürlich. Das können doch nicht die Linienflieger sein. Tja, wenn ich so recht überlege. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Also müssen wir doch auf die Suche gehen. Ja, ich bin auch dabei. Ich komme mit. Ja, wohin denn? Na, das muss ich noch überlegen. Naja, bei dem Wetter jetzt traue ich mich aber nicht raus. Naja, brauchst du ja auch nicht. Wir haben es ja schön warm hier drin. Schau mal. Ich möchte nicht wissen, was da draußen los ist. Und vor allen Dingen die Vögel da draußen, weißt du, die haben es ja noch schwerer als wir. Wir hocken hier in der warmen Bude und können uns freuen. Und warten, bis alles vorbei ist. Und dann haben wir wieder unsere Sonne, in der wir spazieren gehen. Und schau mal die Vögel an, wie sie durcheinander sind von dem starken Regen. Sie wissen gar nicht, wohin so schnell. Ja, naja. Irgendwann werden wir das erfahren, was es mit den Streifen auf sich hat. Einer wird es uns erzählen.
Ich hoffe jedenfalls.